grüße euch, Paraguay Live. Wie immer, herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Und heute werde ich einige zusätzliche Fragen von euch beantworten bezüglich des Hauses, das ihr hinten sehen könnt, von knappen 100 Quadratmeter. Also bleibt dran. So, schauen wir uns mal erst die Materialien an. So, man sieht es ganz genau. Wir werden von dem Dach anfangen. Da sind ökologische Dachpfannen, die hier in Paraguay, genau genommen in Tobati, hergestellt werden und auch gebrannt werden. Also wirklich ein Top-Material. Wie gesagt, hierbei handelt es sich um ökologische Dachfahnen. Ich werde euch auch zeigen. So, das ist drunter also auch die Isolierung gemacht, also auch aus ähnlichem Material. Also alles ökologisch, also ähnlich wie Poroton. So, und oben drüber kommen ja die Dachfahnen, die werden natürlich von Hand gelegt. Walmdach-Bungalow zeige ich euch erstmal die Materialien und dann von allen Seiten. So, ihr seht diese Kammer hier dazwischen. Ja, das sind im Prinzip Luftkammer und die isolieren wunderbar. So sieht das von unten aus, also noch im Rohbauzustand, einfach perfekt verarbeitet. Und der Dachstuhl sieht klasse aus. Also die Qualität garantiert. So, dann einige Details hier, die Dachsparren, da könnt ihr sicherlich sehen, wie schön die ausgeführt worden sind. So, über das Mauerwerk haben wir schon gesprochen, also in diesem Fall Sichtmauerwerk, da wird noch hier schön verputzt und versiegelt. Jetzt wird ja noch die Terrassentüre eingebaut. Rein ins Haus, das ist diese Wohn-Essbereich. Also schön verputzt, es wird noch grundiert und dann natürlich gestrichen. Also man hat hier ein Schlafzimmer, was natürlich grundiert und verputzt wird. Das ist der Ausblick aus dem Schlafzimmer, also ungefähr von der Größe her 12, 13 Quadratmeter, absolut ausreichend. So, hier noch das Bad mit dem kleineren Fenster. So, und hier schön das dritte Schlafzimmer. So, zu den Fenstern nochmal, das wäre wichtig, es wären Standardfenster von 1,60 in die Breite und 1,10 in die Tiefe eingebaut. So, hier die Eingangstüre oder Ausgangstüre auch auf die Terrasse hat 1,49 bzw. sage ich mal 1,50 auf 2,10. Also das ist auch im Standard enthalten. Hier könnt ihr noch sehen, noch die Nebeneingangstüre. Also hier wird im Prinzip vorne, wie ihr schon sehen könnt, also der Quincho-Bereich, also Grillbereich praktisch gemacht, wo man sich drunter setzen kann, schön feiern bzw. auch eventuell Waschmaschine hinstellen kann und Teile aus Hauswirtschaftsraum benutzt etc. etc. Also das ist wirklich eine tolle Lösung. Das wird auch überdacht, genau in der gleichen Form wie das Haus, also als Walmdach.
Ginkgo. So, also das Haus bieten wir auch in zwei Varianten im Prinzip, wie ich gesagt habe. Also etwas unterhalb von 100 Quadratmeter und etwas überhaupt, über die 100 Quadratmeter, je nachdem, wie eure Wünsche liegen. Also auf jeden Fall, drei Schlafzimmer, Wohn-Essbereich und ein Bad. Das ist im Standard anhalten, plus Grundstück von ca. 900 Quadratmeter. Und gleich komme ich zum Schluss des Videos. So, viele von euch fragen, ihr müsst euch ja anschauen, ich stehe im Prinzip im Eingang des Grundstückes und da kann ich etwas nach links, nach rechts schwenken. Also das Grundstück wird eingezäunt, die Breite ist 24 Meter und die Länge 30 Meter. Und vorne in dem vorderen Bereich bekommt man dann noch praktisch 24 Meter mal 8 Meter als Nutzfläche zusätzlich. Ja? Das heißt also, man hat knappe 200 Meter dazu gewonnen. Von daher ist das absolut ausreichend, meiner Meinung nach. Und ihr habt ein optimales Haus, was ihr auch in optimaler Weise hier in diesem Neubaugebiet erstmal bietet euch die Sicherheit. Zweitens die Nähe der Stadt Piribebuy, wo sie sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken etc. etc. praktisch vor der Tür haben. Und ihr habt auf jeden Fall also auch die Ruhe. Also praktisch fast ländliches Gebiet, wie man sieht. Ich kann ja weiter so rumschwenken und ihr seht, das ist einfach eine tolle Lage ist. Es geht aber in die andere Seite. So, da seht ihr, da wird ja auch noch ein anderes Haus gebaut und da sind noch andere Häuser geplant hinten, wo auch das Wäldchen ist. Also die Lage ist 1A. So, wir als Paraguay Life Bauteam bieten euch natürlich auch drumherum Betreuung. Also es gibt grundsätzlich mehrere Optionen. Eine von den preiswertesten Optionen ist, ihr kauft das Grundstück mit zum Beispiel so einem Haus. Ja, also wie gesagt, drei Schlafzimmer, Wohnessbereich und ein Bad. Das Haus schlüsselfertig. Was heißt schlüsselfertig? Genau wie ich gesagt habe, ihr könnt praktisch einziehen. Also, die Grube, die Klärgrube ist gemacht worden. Der Zweikammersystem ist gemacht worden. Die Bäder sind fertig. Die Fliesen sind fertig gelegt. Es ist fertig gestrichen. Bis auf die Lampen, also die Lampen natürlich müsst ihr kaufen. Und als Standard sind Ventilatoren geplant. In unserer Besprechung können wir gerne vorsehen, wo ihr eventuell auch die Klimaanlage haben wollt. Die könnt ihr genauso über uns einbauen lassen, mit Garantie, natürlich mit einem Mehrpreis oder auch alleine besorgen. Gar kein Problem. Das heißt, was wir euch anbieten, ist ein schlüsselfertiges Haus plus ein Grundstück. So, also, falls ihr Interesse habt, blende ich euch natürlich unsere Telefonnummer, also auch unsere E-Mail-Nummer. Unten sämtliche zusätzliche Anfragen bitte auch am besten in den Kommentaren schreiben. Falls ihr noch zusätzliche Fragen habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung. Sonst machen wir natürlich auch einen kompletten Einwanderungsservice, falls ihr dazu auch noch Fragen habt. Aber um es nicht alles durcheinander zu bringen, lassen wir erstmal bei diesem Angebot Grundstück plus Haus von knappen 100 Quadratmeter schlüsselfertig inklusive Grundstück. Also bis dann, bis zum nächsten Video.